Herzlich willkommen am Donnerstagabend, meine lieben Freunde. Es ist 18 Uhr und damit wieder Zeit für Creepjack. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich auf tiefste und ehrlichste Weise entschuldigen. Ich habe letzte Woche angekündigt, Florentin Will ist wieder da. In kürzester Zeit erreichte mich eine DM. Also nachdem ich das gesagt hatte, dass Florentin Will noch immer nicht wieder da ist. Test. Hoffentlich nächste Woche. Es ist eigentlich sind alle Bauklötze in der richtigen Position. Ist nur leider noch mal was dazwischen gegrätscht. Aber dann ist Florentin hoffentlich wieder da. Wir sind aber im stetigen Kontakt. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Hoffentlich nächste Woche. Anyway, es gibt ein paar Entwicklungen. W3 Champions. Nicht nur sind da die Finals am Laufen und haben am Wochenende ihre... Warum ist hier alles so leise? Ist alles sehr leise. Here we go. Am Wochenende ihre Finals. Jesus, jetzt ist alles sehr laut. Das ist nicht so geil. Okay. Anyway. Die haben auch ein neues Feature. Und zwar kennt ihr natürlich oben links diese Anzeige in WC3, wo steht, wie viele Frames per Second ihr habt, was euer Ping ist und so weiter. Jetzt gibt es etwas Neues vom W3 Champions Team, was direkt daneben ist. Und das ist eine Ingame-Zeit. Endlich ist es da. Nach 22 Jahren Warcraft 3 gibt es jetzt eine Zeitanzeige von Minuten und Sekunden. Das ist super geil für Build Orders, das ist super geil für Timings. Es war nur irgendwie nicht im Game. Man konnte sich natürlich immer an der Tages- und Nachtszyklusuhr und ihren Punkten da orientieren, aber jetzt kann man alles schön an Minuten und Sekunden ablesen. Sehr, 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 sehr cool, dass es das gibt. Ich hoffe, die Community nutzt die Chance und bastelt neue Build-Order-Guides, weil ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste, was man jetzt gerade so tun kann. Build-Order nach Minuten und Sekunden aufteilen. Ansonsten könnt ihr euch auch wieder eure Farben auswählen, wie das schon früher bei W3 Champions der Fall war. Das Feature ist ebenfalls wieder da. Dann gab es einen kleinen Blizzard-Patch. Da wurde ein bisschen was an Models geschraubt, gerade so Reforge-Models und so, das ist alles nicht so wichtig. Es wurde aber auch ein Bug von einem Firelord gepatcht, der hat, wenn er Incinerate benutzt hat, oftmals die Attacken verfehlt, was gar nicht so gewollt war. Das ist jetzt gefixt und der Firelord trifft seine Attacken, macht also den Firelord etwas stärker als sowieso schon. Coole Sache. Dann gab es News aus der Gaming-Welt. Und zwar wisst ihr natürlich als langjährige Warcraft-Schauer, dass NetEase in China den Partner Blizzard in China den Partner NetEase hatte. Und diese Partnerschaft dann letztes Jahr sehr dramatisch in die Brüche ging. Diese Woche wurde verkündet, dass diese Partnerschaft wieder besteht. Das heißt, Blizzard Games können wieder in China verkauft und zugänglich gemacht werden. Das ist natürlich erstmal gut für alle chinesischen Spieler, die ihre World of Warcraft Accounts wiederbekommen und so weiter. Jetzt haben wir hier für Warcraft 3 ein etwas zweischneidiges Schwert. Wir haben natürlich eine globale Ladder auf W3 Champions. Es hat sich nach dem Ende von NetEase da eine neue Plattform etabliert, die heißt KK, von Sky, dem WC3-Spieler und Legende. Das wird jetzt von NetEase übernommen. Das ist natürlich jetzt weird. Also auf der einen Seite ist es für den Otto-Normal-WC3-Spieler in China eine sehr gute Möglichkeit, wieder Warcraft zu spielen, weil man für W3 Champions eben ein Battle.net-Key braucht und so, was aus China nicht ganz so einfach ist. Dann könnte es aber auch sein, dass alle Turniere auf dieser Plattform ausgetragen werden. Und das wäre wiederum nicht so gut für unsere westlichen Spieler, weil man wahrscheinlich einen chinesischen Pass braucht, um auf diese Plattform zuzugreifen. Das also sehr interessante Entwicklung. Könnte für WC3 eSport natürlich gut sein, wenn da eine große Firma wie NetEase wieder Geld reinpumpt.
Aber auch das wird abzuwarten sein. Blizzard auf jeden Fall. Ich habe da auf Englisch ein längeres Video zu gemacht mit allen Details. Das könnt ihr euch gerne geben. Gaming. WC3 Gaming. Wie sieht's aus? Mein letztes Spiel in der Crypcamp-Liga, meine Freunde, in dieser Saison. Druck, 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 Druck. Es sieht folgendermaßen aus. Die Biene Franz wird hier den ersten Platz holen. Das ist ganz klar. Seine Paladine und Riflemen und Blood Mages, die fegen durch die Liga. Der Mann ist einfach way above. Keine Chance für uns Normalsterblichen. Aber dahinter, was geht dahinter? Yannis, Guranga, Black Raymond, Coltane und Charlie im Kampf um die Plätze 2 bis 5. Ich habe 4 Matches gemacht. Ich habe 3 Punkte. Ich habe aber auch schon gegen die Biene Franz gespielt. Heute mein letztes Spiel gegen Guranga. Ich habe also 3 Unentschieden geholt. Jetzt geht's um den Aufstieg, Freunde. 2. Platz ist Aufstiegsplatz. Guranga direkt hinter mir, aber noch ein Match weniger. Hat auch schon gegen Biene Franz gespielt. Black Raymond noch im Rennen. Coltane noch im Rennen. Charlie noch im Rennen. Wenn ich also Aufstiegschance behalten möchte, muss heute hardcore gepunktet werden. Guranga spielt Ork. Hat gegen Black Raymond gewonnen, 2-0. Gegen Coltane aber auch 1-1. Von daher denke ich mal, Chancen sind da. Ich muss aber reinhaken. Ich habe geladdert. GNL läuft ja auch. Da habe ich morgen mein erstes Spiel. Von daher schauen wir uns erstmal an, was Guranga und Black Raymond so getrieben haben in ihren Matches, damit ich mich ein bisschen drauf einstellen kann, was der Herr Guranga denn so spielt. Dann hauen wir ein bisschen rein in die Ladder. Und dann kommt das Game. Das ist der Plan. Also, wir gehen natürlich in die volle Sicht. Ist er, das Erste, was wir rausfinden müssen, ist er ein Farseer-Spieler oder ist er ein Blademaster-Spieler? Dieser Build sieht ordentlich nach Farseer aus. Dann gibt es da natürlich immer ein paar Abweichungen, wie er den Farseer spielt. Ist es mit direktem Harass oder nicht? Geht er vorher creepen? Kommt er direkt in meine Base? Was kann und soll ich dagegen tun? Ist die Frage. Ich habe natürlich die Downside, dass ich mich weiterhin ekstatisch weigere, Ghule zu spielen. Von daher muss ich irgendwie auf Fiends zurückgreifen. Die Frage ist, welche Art von Fiends? Schnell viele Fiends oder nicht? Wir sehen also, Fassier rennt direkt rüber, macht kein Camp hier, macht kein Camp da, einfach Attacke und die wird dann, weil mein Bild langsamer ist als der, der hier dargestellt wird, direkt von meiner Base landen. Das wird nicht so einfach zu defenden sein. Ich weiß aber einigermaßen, wie man es macht. So, und dann wird halt gebrawlt. Und jetzt ist gleich ein bisschen die Frage, was er auf Tier 2 macht. Also das ist auf jeden Fall das klassische Farseer Headhunter-Spiel, was man ziemlich genau so kennt. Von daher, das habe ich immer in der Ladder. Oh! 5 months watching Happy Dominate in Kappa. Yo, danke für den Sub. Naga Second. Okay, das ist natürlich komplett anders. Okay. In der Base haben wir die angeschlagenen Headhunter, noch kein Gebäude. Naga Second, Alter. Uff. Da müssen wir schauen, ob das jetzt ein Cheese wird. Weil eigentlich sollte er jetzt direkt an meinem Arsch hängen. Beziehungsweise an Raymonds Arsch hängen. Junge. Das ist ein bisschen unnötig hier, Herr Rochenmann. Kommt der mit Tauern? Aber der hat keine Peons mit. Weiß noch nicht so ganz, worauf das hinauslaufen soll. Weil es gibt kein Tier 3. Es kommen jetzt Raider. Also ganz viel Druck. Noch mehr Druck als sowieso schon.
Da fühle ich mich eigentlich recht gewappnet gegen, muss ich sagen. Das wirft mir jetzt nicht den heftigsten Ast in den Speichen. Jetzt kommt Tier 3 noch hinten dran. Aber Naga, die kann, also wenn er Naga spielt, ist er halt kein Disable von Stomp und kein Hex und kein Heal Wave. Da kann ich ab irgendeinem Zeitpunkt halt alles wegnuken, weil Farsia 500 HP easy Target, Naga 500 HP easy Target und Headhunter sowieso easy Target. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Muss nur aufpassen, dass man halt nicht gecreepjackt wird. Dass Endsnare und Frost Arrow da nicht zu krass werden. Junge, aber der bullied Raymond ganz schön, ey. Jo, und ab jetzt ist schwierig mit Kodos. Aber auch kein dritter Held oder so, ne? Crazy. Jo, das ist schon extravagant. Aber das stellt mich nicht vor die größten Probleme. Wie Pala Rifle. Jo, dann ist sie halt over. Black Raymond ein bisschen viel verloren. Die ganze Zeit und nie wirklich gelevelt. Also auch für Heroes aufpassen. Lich nicht dumm verlieren. Okay. Jetzt natürlich die Frage, ist das ein Ding, was er öfter spielt? Oder war das nur so ein One-Trick-Pony-Ding? Wir haben noch zum Glück noch eine zweite Map, die wir uns da anschauen können. Uff, der Shadowhunter aufpasse. Ja, das sollte er mal lieber tun, ne? Das Match startet um 19 Uhr, by the way. Also wir haben noch ein bisschen Theorie-Teil, sag ich mal. Und dann schauen wir mal. Also das ist auf jeden Fall wieder Farsia. Keine Rags, schneller Attack. Jo, das ist genau derselbe Bild bisher. Und dann Farsia und dann rüber. Auch hier kleine Maps, also für mein Map Pick and Ban, kleine Maps vermeiden. Weil dann ist der Fass ja halt schneller da. Logischerweise. Und gibt's jetzt... Okay, wieder kein Creepspot vorher. Ultra Agro, direkt drüber. Diesmal spielt der Rochenmann. Oh, kriegt ihn hier. Not bad. Jo, was macht er, wenn das passiert? Wenn er zurückgedrängt wird? Spielt er immer noch Naga oder nicht? Also gegen Naga fühle ich mich echt gut. Das ist ungewohnt, aber da sehe ich kein Riesenproblem. Grätscht mir so ein bisschen in meine Timings rein. Gerade was Creepen angeht. Das ist auf jeden Fall weniger aggressiv als gerade vorher. Also Goranga nicht so leicht zu lesen. Okay, Shadowhunter diesmal. Ändert jetzt erstmal nicht so viel. Ich muss unfassbar passiv sein. Weil, egal ob Naga oder Shadowhunter, wenn ich irgendwo auf der Map bin und er mich irgendwo kriegt, dann ist TP oder tot. Und der ist schon auf Creepjacks aus. Das macht er gut. Ja, in dem Fall muss ich auf den Shadowhunter aufpassen, das ist klar. Er spielt wieder T3. Okay, da sind wir aber noch gar nicht. Da kommen wir gar nicht hin. Ja,
Jo, auf den Helden muss ich echt crazy. Also, Hero Focus ist ein big Ding, Alter. Ja, Hero Focus, Hero Focus, Hero Focus, Hero Focus. Das ist auch meine Schwachstelle. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Das muss das Nummer 1 Ziel sein, ey. Helden nicht verlieren. Schauen wir mal kurz, nur um sicher zu gehen, auf die W3 Champions Ladder. Nicht, dass er jetzt hier irgendwie sonstige Späße noch macht. Uranga. Super feiner Kerl übrigens. So. Ork natürlich. Match History. Ey, Losing Streak, ha? Losing Streak. Aber auch wenig gegen Undead gespielt. Ungefähr mein MMR. Alter, was findet ihr denn keine Undeads? Da. Fastia Shadowhunter. Kann man filtern? Fastia TC. Fastia Cryptlord. Fastia Cloud Strife. Dankeschön für den Tier 2 Membership auf YouTube. Sehr herzlichen Dank. Natürlich Final Fantasy 7. Ganz feines Spiel. Fastia Shadowhunter, Fastia TC. Ey, der ist echt schwer auszurechnen, Alter. Also auf jeden Fall Fastia. Das scheint... Oh, nee, jetzt hat er hier auch einen Blade Master gespielt. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen ganz, ganz, ganz stark... Oh, da hat er Human gespielt. Von Fastia aus. Das sind einfach so 7 Games in Folge. Fastia, Fastia, Fastia. TC, SH oder Naga. Alter, diese Naga, die verwirrt mich etwas. To be honest. Wenn du sicher spielst und die Headhunter rausziehst, dann sollte das laufen. Jo. Wir machen mal ein Warm-Up-Game. Hab heute viel gecastet, aber nicht... Oh, gegen Nachtelf. Oh, gegen diesen Lars, Alter. Den mag ich gar nicht. Der ist ein Frechdachs. Leider. Na, come on. Sein Rechner wird betrieben von mehreren Meerschweinchen, die sich momentan nicht so sehr anstrengen. Wenn das jetzt ein... Oh, shit. Ich hatte kurz gehofft, dass das Match nicht zustande kommt, aber... Naja. Gegen Nachtelf natürlich nicht so das, was wir jetzt unbedingt wollen, aber... Ist dann halt so, ne? Ich glaube, letztes Mal hat er irgendwie Hottam Huntress Push gespielt oder so ein Quatsch. Von daher, aufpasse. Ja, wir spielen so ein... Mein du cheest schleck. Aber ich du verstehen. Good luck. Have fun. Thanks for keeping Warcraft alive. JP Surge, thank you very much. Dein Deutsch klingt sehr gut. Danke. So sweet.
So, wir sind auf Gloomstalker übrigens, die neueste Map von Tenshi. Tenshi ist ein Gott. Everybody knows. Hier fühlt sich meine Maus ein bisschen schwammig an. Das ist ein bisschen uncool. Crazy kurze Rush Distance hier. Dann finden wir raus, was er macht. Ob er wieder towert oder nicht. Normalerweise wäre der Ancient, glaube ich, so irgendwo hier. Nix. Ja, letztes Mal hat er mich gut weggetowert, aber das war auch Tidehunters, da habe ich expandiert. Jo, das habe ich mir doch fast gedacht. Oh, dieser blöde Potem Harass wieder. Okay, aber da haben wir gleich einen Ice Tower, dann passt das. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise so schnell tacken, aber da das er ist, weiß ich, dass er mich Huntress pusht und gehe einfach auf späten Tag Graveyard. Okay, damit ist sein TP schon mal weg. Das ist gut. Ich muss auf jeden Fall scouten, ob irgendwo vielleicht schon APs wachsen. Sieht nicht danach aus. Mein Tag ist natürlich ultra spät, weil ich ein Idiot bin. Aber er taggt auch nicht. Ich hätte mehr Rods benutzen, ja. Ganz wenig Vision auf der Map, Alter. Kann fast Second Crack gehen. Kann ich immer noch überlegen, ob ich Gargoyles will oder nicht. Das sollte beides einigermaßen passen. Ich gehe einfach auf seine Base. Hier war immer noch nicht. Aber vielleicht beim Mörker. Ja, Gleben auch. You call. Summoning is complete.
Okay, gegen Gleben natürlich Gargoyles. Geil. Ich bin halt ready, ne? Ziemlich. Nein, der Spot war doof. Das zum Thema auf die Helden aufpassen und so. Alter, was ist denn hier los, ey? Oh Mann! Alter, ist das alles schwammig! So, der muss doch erstmal nach vorne kommen. Das war teuer. Shit. Was mache ich? Boah, wie ich schmeiß, Alter. Jetzt ist die Frage so, wie schnell er aus dem Game geht, wenn Sachen nicht so ideal für ihn laufen. Weil das Ding ist meins.
Alright. Da waren wir mal ready, wa? Das ist aber doof, dass die Critter da blocken und so. So, Statue da, der wird nicht aus dem Game gehen. Aber kann uns erstmal egal sein. Wir können gleich tacken. Wir haben nicht die geilste Army auf der Welt, aber wir haben Level 4. Held gibt's gleich, zweiten. Und dann ist das Ding hier gut. Shop wäre cool. Okay, das war, sagen wir mal, was anderes, wa? ja, der Dude geht mir auf der Ladder halt ordentlich auf den Nerven. Mal klappt das mal nicht, ne? Heute waren wir ready. So, Map-Veto. Ich würde Gloomstalker mal rausnehmen, einfach aus dem Fakt, dass Gloomstalker die kürzeste Rush-Distance hat. Das ist in der Tat der einzige Grund. Map-Vetos also gerade im Gange. Und dann gibt's gleich das Match. Danke, danke. Ja, ich dachte, also Control war halt nicht gut. Aber strategisch richtig gemacht. Und die Helden nicht verloren, obwohl ich da ein paar Mal in eine Bredouille drinne war. Ich schließe mal ein paar Tabs und so ein Quark. So, ich kann noch eine Map wehtun. Springtime hau ich mal raus. Habe ich noch ein Warm-up? Yup. Okay, okay, okay. Huiuiui, DPS viel zu hoch. There we go. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Hoffentlich gegen den Ork. Das wäre sehr Sahne. Aber ja, den Typ zu vermatschen, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. So macht Warcraft Spaß, Freunde. So soll es sein.
Denkt der, der kann mich hier Tower pushen. Ha! Ich glaub, es hackt. Das wird mein 1337. Game. Crazy. Oder wie man sonst sagt, 2 Tage für Schocki. Come on, ich habe keine Zeit für lange Warterei. Muss ballern jetzt. Wieder ein Nachtelf, Alter. Mann, das bringt mir nix. Jo, viel besseres Gefühl direkt. Das ist flüssig jetzt. Okay, keine Ausrede mehr, dass sich das Game schwammig anfühlt. Mist. Ich will doch nur Fiends spielen. Lass mich doch einfach Fiends spielen. Ist denn daran so schwer? Hallo, Dr. Schnuggels. Ich hoffe, du hast einen ganz feinen Tag. Ich bin zu deppert. So, das wird auf jeden Fall ein anderes Game. Hier wird nicht getauert. Hoffe ich. Mal. Ganz stark. Immerhin kann man hier relativ easy creep mal ranführen. Das passt doch. Dann wird man Gemana burned und so. Und entangled und so. I wish only to serve. I will be done. My fate. Guck mal, da haben wir doch schon mal Archer. Das ist doch schon mal normaler. Hier haben wir auch keine Tavern Build Order. Das war auch mal schön. Und Archer sind natürlich. Oh, Keeper. Alles klar. Ja, Mann! Ka-ching, Baby! Come on! Ah, fast hätte ich dir nicht zurückgezogen. Shit! Nein, 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 nein! Ja, manchmal kann der Janis auch ein bisschen was hier mit Micro und so. Selten. Aber Acolyte lastet's, Alter. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, to be honest. Das ist schon lecker. Nein, 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 nein! Ah! Das hätte einen heftigen, heftigen Detonate geben können. So,
So, ich hätte ja auch in die Mitte laufen können, um da zu creepen, aber da er einen Keeper hat, gehe ich immer so halb davon aus, dass er rüber rennt und Sachen enttangelt. Und das mag ich mal so gar nicht. Ah! Scheiße. Oh nein, schon wieder dieser Huntress, ey. Das nervt doch. Warum spielen die denn das alles? Baut der jetzt hier einen Wald auf, oder? Come on. Oh. Naja, immerhin kann ich dann Fiend spielen. Das ist doch auch nett. Ah! Ah, no chance, no chance. Da vergeude ich nur HP. Ich will dodgen. Ich will den einfach, so lange es irgendwie geht, dodgen. Scheiße! Das, genau das darf nicht passieren, Mann! Nicht die! Ah, Scheiße! Ich muss tacken, ey. Muss tacken. Oh, lässt er mich nicht, ey. Nicht schon wieder. Oh no, da habe ich nicht gescoutet. Och, scheiße. Jo, das lief nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass er irgendwo einen Wald baut, Mann. Oh, und ich wollte taggen und ich hab getaggt und nicht das Slaughterhouse gebaut. Das ist so dämlich. Oh, der hat dann noch eins. Alter, wie viel hat der denn? Aber wenn er nicht mehr hat... Oh nein, oh nein, oh, wie rum, warum, warum mache ich sowas? Lol. Nein, ich wollte nicht fallen. Ghoule einfach so eine Kack-Unit auch. Fängt der hier an zu creepen, lol. Was soll denn so ein Spökes? Durch hier! Aber das ist kein Riesenproblem.
Nicht den Lich verlieren. Das sollte auch mein Ding sein. Oh mein Gott, er verliert so crazy viel. Ich hab nicht viel, aber er verliert crazy viel. Er scaled halt nicht mehr so krass, ne? Das Ding, die Messe ist wohl gelesen. Jo, das ist ein ganz gutes Zeichen, würde ich sagen. Kann man mit leben. Das habe ich schon schlechter gespielt, to be honest. Da bin ich schon öfter mal vom Pferd gefallen vorher. Ui, der hat aber... Hat er, oh, viele Archer, Alter. Okay, ich brauche ein Lich Level 3, dann ist das Ding durch. Nein, der Destroyer ist weg. Aber du siehst gerade halt auch, ne? Gut. Nice! Damit bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Scouting blöd, Rest top. Das lief. Das lief. Junge, Junge, Junge. Linke Seite gescoutet, die rechte nicht. Aber dann trotz spätem Slaughterhouse das Ganze nach Hause geschaukelt. Jo, also war gut, dass da schon eine Fiend stand. Auch wenn ich die da ordentlich rein donated habe. Junge, 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 Junge. Der Wagen stand aber gut. Die APs waren irgendwann kein Ding mehr. Weißt du, sobald ich nicht mehr Ghule spielen muss, dann ist die Welt in Ordnung. Dann ist die Welt einfach in Ordnung. Sobald diese Ghule raus aus meinen Händen sind, dann passt das auch. Ja, hat mich, muss ich, ich muss aber vielleicht gleich besser scouten. Das soll ich vielleicht mal tun.
Aber vertrau auf den Lich, vertrau auf den Fiends. Das läuft, das passt. Das ist okay. Alright, dann warten wir jetzt auf Guranga, dass der die Maps pickt. Und dann legen wir los. In der Zwischenzeit, kurzer Hinweis, wir haben zwei Partnerschaften am Start. Das eine ist HelloFresh, das läuft noch 7 Tage. Ausrufezeichen HelloFresh in den Chat. Da kriegt ihr bis zu 120 Euro Rabatt auf die erste Lieferung. Ich, bin quasi meiner eigenen Werbung zum Opfer gefallen. Und hab jetzt jede Woche HelloFresh. Momentan sind Asia-Wochen, Ladies and Gentlemen. Gerade wer so auf Koreanisch steht, kann diese Woche ordentlich zulangen. Lieferung gibt's auch umsonst für alle Leute aus der Dachregion. Ausrufezeichen HelloFresh. Und wie ihr seht, spielen wir da zusammen Star Trek Fleet Commander. Da bastelt man sich so eine Raumstation zusammen, baut Schiffe, muss Ressourcen ausgraben und andere Schiffe zerstören. Da gerne Ausrufezeichen Star in den Chat. Je mehr Leute mitmachen mit unserem Link, desto besser sieht's aus für den Sponsor der ganzen Geschichte. Ihr müsst kleine Obstacles überwinden. Level 5, easy doing. Zweites Schiff, easy gemacht. Und dann kriegen wir Support. Wir haben auch eine Allianz auf Server 155. Da zocken wir zusammen. Und bauen eine Allianz auf. Ist ganz cool. Haut rein, Leute. Ausrufezeichen Star. Apropos Star, ist Guranga Star? Macht unglaublich Spaß, wieder im Zocken zu schauen. Dankeschön. Kolnova macht ja auch viel Spaß, muss ich sagen. ich kann mir schon vorstellen, dass. Also so als Nachtelf gegen Undead, ne, da ist man irgendwann auch verzweifelt. Da greift man irgendwann zu solchen Mitteln. Denke ich mal. Kann ich nachvollziehen. Könnte ich nachvollziehen. Guranga vielleicht auch noch ein bisschen am Aufwärmen. Oh, er hat gepickt! Northern Isles wieder. So, jetzt nehme ich Hammerfall oder Tidehunters? Hammerfall oder Tidehunters? Ich glaube, Tidehunters hat er weniger Chancen, mich brutal zu creepjacken. Da kann ich irgendwann auch ganz geil creepen. Hammerfall. Damit dieselben Maps, die wir uns auch als Replay angeguckt haben. Ich auch, mein Lieber. Willst du aufmachen? So, wir wissen, es wird ein Farseer. Es kann alles sein von Shadowhunter, TC oder auch Naga. Aufwärmrunde hat ein gutes Gefühl gegeben. Kann was werden, ey. Nochmal, falls ihr jetzt reinschaltet. Ich bin mittendrin im Aufstiegsrennen. Es ist alles möglich. Wenn ich heute punkte, ist Platz 2 möglich. Was dann Aufstieg wäre wahrscheinlich. Da. Oh, ich bin direkt. Ich bin aber direkt vor den Punkten. So, da. Das ist mein letztes Saisonspiel. Ich habe fleißig jede Woche gegamed. Bis auf in der Woche, als Coltane nicht konnte. Aber das ging auch. Come on! Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Das hat alles Sinn gemacht. Danke für den Support, liebe Leute. Dicken Dank. Guranga schon seit Ewigkeiten mit am Start. Super, super sympathischer Typ.
Das Game, was wir joinen wollten, gab's schon. Da müssen wir aber kurz rehosten. Ah, ich bin noch nicht connected, okay. Okay. Sigurd nicht vergessen, Held nicht verlieren. Sigurd nicht vergessen, Held nicht verlieren. Sigurd. Geil, beide ein bisschen nervös. Beide haben richtig Bock. Go, go, go. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen MMR gewonnen. Er, glaube ich, ein bisschen MMR verloren. Ich habe einige Games gegen Ork gemacht in letzter Zeit. Und ihr grindet fleißig rein bei Fleet Command. Nice. Ich habe auch übelst auf den Arsch bekommen in dem Matchup. Also, nur weil ich das oft gespielt habe, heißt es nicht, dass ich da jetzt der Monster-Fitteste bin. Ich habe aber auch einen Spielstil, den man, glaube ich, so oft auf der Ladder nicht trifft. Also, Fast Fiends geht schon, ne? Aber ich drifte dann halt so aus in Necros und so. Und ich glaube, Orks hassen das. Held nicht vergessen, Sigurd. Ja, 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 korrekt. Das ist genau das, was wir machen. Sigurd immer schön nach vorne, wenn er gleich rast. Dann sage ich hier mit meinem Eis, komme ich da rum. Ich habe richtig Bock, ich habe so Bock auf dieses Match. Ich habe schon die ganze Woche habe ich schon Bock auf dieses Match. A, weil Guranga einfach mega sympathisch ist. Das war Biene Franz auch. Aber Biene Franz spielt halt so einen ekligen Stil, ne? Von daher hatte ich da nicht so Bock drauf. Aber ja, weil Warcraft einfach gerade, weiß nicht, Warcraft-Spiel macht gerade mega Bock. Kann sein, dass sich das Ganze natürlich nach diesem Match komplett anders anfühlt. Oh man. Mir so sicher. Also normalerweise braucht man den nicht so früh ausbauen. Ich bin mir aber extremst sicher, was er macht. Und dann ist cool, den zu haben. Verzögert meine zweite Fiend, verzögert auch ein bisschen den Tag. Aber sicher ist sicher, gerade im ersten Game. Da, jetzt bin ich safe. Mehr oder weniger. Bin ein bisschen überrascht, dass er noch nicht da ist. To be honest. Aber das ist eigentlich nur eine Frage von Sekunden. Außer er hat uns jetzt mega übertölpelt. Und spielt Blademaster. Spielt auf jeden Fall anders, als ich erwartet habe. Das ist schon mal nicht so das geilste Zeichen. Ah, da ist er. Alles klar. Geht ein bisschen mehr auf Creepen. Ich versuche so viel Damage wie möglich zu machen. Er hat jetzt nicht mal angefangen. Krass. Der hat Respekt oder so.
Hoffen wir mal, dass die Murlocs da gegen ihn arbeiten. Das wäre eine feine Sache. Ja. Wir beide versuchen halt zu traden, so gut es irgendwie geht. Das hat er gecreept, okay. Bisschen wackelig. Okay, Achtung, Ruhe reinbringen. Der macht nicht viel. Ja, die Kerl einfach ein Stück weiter hinten lassen, ein bisschen chippen. Dass zumindest da ein bisschen Damage rauskommt. Ist okay. Nicht greedy werden. Ist okay. Nein. Nice. Okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Der wird sich verziehen, der will auch creepen. Okay, mach das hier, interessant. Das hat nicht so viel gebracht. Das geklaut hat. Das Big. Das gefällt mir gar nicht. Mist, ich wollte eigentlich nicht nach links laufen, weil ich dachte, er ist links. Ist aber gut angedatscht, Alter. Wenn gleich der Lich kommt, ist es... Oh, SH. Shit, das wollte ich vermeiden. Ah, das Hex hält halt ewig, ne? Kann ich vergessen. Okay, die ist weg. Ah, bitter, ey. Okay, erster großer Win für ihn auf jeden Fall. So, was jetzt? Wohin? Scheiße, ich weiß nicht, wie ich move muss. Oh nein, ist der Lich nicht in der Gruppe. Fuck! Oh, es wäre so gut gewesen, ey. Aber Sigurd nicht vergessen, Held nicht verloren. You know it, boys. Ja. Der ist halt auch crazy underleveled, so, ne? Geht er zum Shop? Wenn er smart ist, geht er wahrscheinlich zum Shop, dann krieg ich aber das hier. Shit! Das ist mega mies! Oh, boy. Boah, ich kann ja gar nichts, Alter. Also nichts machen gerade.
No way. What the fuck? Okay, jetzt hätte ich den schon gebraucht, wohl. Oh nein. Das hätte nicht passieren dürfen. Auf gar keinen Fall hätte das passieren dürfen. Jetzt bin ich overwhelmed. Jetzt bin ich richtig overwhelmed. Jetzt fällt hier alles auseinander. Jetzt fällt hier alles auseinander. Oh, fuck. Oh, ist das bitter. Alles noch machbar. Danke. Alles noch drin, alles noch drin. Lol, er verliert Headhunter beim Creepen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Alles okay. Come on. Ich habe kein TP mehr. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich muss fighten und ich habe nichts zum Fighten. Ich habe gar nichts zum Fighten, ey. Oh, die Creeps. Oh, die Creeps. Oh. Mann, ich brauch doch nur ein bisschen Mana. Ist nur Level 1 Held, ist nur Level 1 Held, ist nur Level 1 Held. Was macht mein Acolyte da? Was ist hier los? Oh, weia. Alter, jetzt ist hier Chaos. Oh, ist das ein Chaos. Boah, das ist ja so ein Chaos. Der ist hier 2. Shit, Kodo hat ein bisschen Fressen. Hat der eine Exe oder nicht? Ich muss sofort gucken. Sobald ich ein Skelett habe. Der muss eine Exe haben, meine ich. Alles andere wäre crazy. Nee! Wow! Okay. Okay. Alles klar, Leute. Ah, nicht tanken, nicht tanken. Fuck, ich hab kein TP. Das habe ich vergessen. Das ist ja so greedy. Immer Legion Doomhorn. Junge, 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 Junge. Ich darf nicht erlauben, dass der eine Echse kriegt, ist klar.
Ich brauche aber auch so alles. Ich muss irgendwie, ja, genau. Ich muss safe. Danke. Okay, jetzt können wir auf dem Map drauf. Alter, das ist krass, der hat nichts gecreept. Bleib doch mal da stehen, Mann! Nein! Wo ist das Display? Mach da! Oh. Jetzt mach da was weg da jetzt hier! Oh, ich habe ihm so viel Zeit gegeben, warum? Alter, ich habe auch einfach Bullets gedodged. Eine nach dem anderen, ey. Holy moly. Dass ich die Erfahrung nicht gekriegt habe, ist richtig bitter. Ist das Ding da rein? Oh, das passt nirgendwo rein. Ich kann das, Leute. Der hat Angst. Meiner. Boy. Jetzt mach da weg, da! Komm. Junge, gib doch mal dein Gold aus auch. Ah, er ist da jetzt. Der Necro. Er ist da. Junge, wieso ist da bei dem eigentlich immer alles healthy? Das ist doch auch nicht normal. Hab ich irgendwas Komisches gebaut? Nee. Ich habe unfassbar viel investiert. Ich muss mich absichern irgendwie. Ja, das passt doch hier. So, nochmal eine Potion vielleicht. Jo, Junge, ich habe ein bisschen. So. So. Und go, Alter. So, jetzt habe ich Bock. Das reicht. Junge, hab ich Bock. Bleibt ihr denn? Jungens. Nein. Wieso habe ich schon wieder kein Mana? Scheiße! Oh, habe ich gerade den falschen genukt? Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Wo bin ich? Braucht das Ding doch vorne drin, Mensch! Geh doch!
doch weiter! Hä? Übergib! Oh Mann, was ein scheiß Dieback! Das hat er besser gespielt. Möchte gerade nicht in den Chat gucken. Richtig sauer auf mich selber. Meine Hand zittert legit. Meine auch. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Keine Hektik wegen mir. Alles klar. Let's go! Ah, warum, ey? Das war der Aufstieg übrigens. Sorry, Streamer sollen reden und so, aber ich könnte gerade
wish all Somerset is complete. Thy will be done. I cannot summon. My fate is sealed. Immerhin geht's dann an sympathischen Typen. Boah, jetzt muss ich so gewinnen. Jetzt muss ich so hart gewinnen. More gold is required. Thy will be done. Uiuiui, der Tech war schnell. Zu schnell. Oh, Dennis, du Süßmaus. Danke, danke, danke. Ich guck nach dem Game wieder rein. Ich will das Ding jetzt holen, ey. Egal, ob Aufstieg weg oder nicht. Scheiß drauf, ich will das Ding gewinnen jetzt hier. Dann habe ich immerhin nur gegen Biene Franz verloren. Sonst alles unentschieden geholt. Das tut weh, das tut weh. My vengeance is yours. I await.
this. Dann hilft ja nix. My life for Nezu. My patience has ended. Nicht mehr ran. Crazy. Der lockt mich zum TC oder SH. Shit! There is no spoon. True, big true. My research has ended. My vengeance is yours, yours to command. Embrace I am chilling. Upwards to command. My research has ended. For the Lich King. My vengeance is yours. I am sworn to make your choice. I am the darkness. Ay. Das weg. Invul weg. Shit. Keine Zeit. Alter, hat der viel. Holy shit. Hab ich das nicht gebaut? Oh, okay. My vengeance is yours. Can I help you? Hello. My patience has ended. Was soll ich tun? Dann go. Tremble before me.
Monster. Und jetzt bin ich gleich zurück. Alter, fight doch vernünftig. Gar nichts auf dem Feld, ey. Hello, Neo. Kein Mana, kein Nix. Alter, 5 Sekunden auf der Scheiße. Before me, you can't trick me. That's the shadow.
Gut, dann halt doch ein Loss diese Season. Hat er verdient. Viel solider gespielt, nichts weggeschmissen, einfach runtergespielt, trotzdem er nervös war. Da hat er das einfach besser gemacht. Ja, das ist so. Voll verdient, geiler Typ, hat alles, also, er hat alles reingeworfen so und besser gefightet einfach. Einfach besser gefightet. Ich habe nicht mein Bestes gespielt, glaube ich. Da waren ein paar Böcke bei, so. Auch absolutes Chaos, was geil ist und Spaß macht. Aber wenn man halt mit Hoffnung auf Aufstieg in die Sache reingeht, dann ist sowas halt auch, also, ist halt, tut weh, so. Weil ich auch einfach besser spielen kann. Das ist ärgerlich. Aber nun gut, für immer Liga 4. Absteigen werde ich wohl nicht. Vielen Dank Foxy für den Sub, Toast in the Shell, danke, Dennis mit den Gift-Subs war voll sweet, Philipp auch, jo. Jetzt hoffe ich, dass er aufsteigt, neben Biene Franz. Jetzt soll er auch aufsteigen. Einzige Niederlage gegen... Also, das mit Biene Franz, das klammere ich mal aus, weil das sind 500 MMR und so. Aber einzige Niederlage der Saison am letzten Spieltag im Aufstiegsduell. Das tut weh. Aber so ist es. Mal gewinnt man, mal verliert man. Gelernt. Wurde besser. Ich glaube, wenn wir noch ein spielen, kriege ich noch eine Map, aber naja. Danke. Tschüss. Bis nächste Woche. Hoffentlich wieder mit Florentin. Ich verspreche mal nix, weil das habe ich jetzt zweimal und das hat nicht so ganz hingehauen. Wer weiß, was da passiert. Morgen W3 Champions Finals, voll Bock drauf. Und Samstag und Sonntag und das wird ganz geil. Und ich schicke euch rüber zum Sparta, der castet was Feines. Tschüss.